Tag in Asbären, willkommen zu einem spontanen Livestream und zwar mit dem Bus-Simulator 2016. Der erscheint jetzt erst die Tage. Ich habe schon eine Vorabversion bekommen, dankenswerterweise. Und da dachte ich mir, klar, probieren wir sofort aus. Ne? So, bitte gib den Namen deiner Firma ein. Pleite ermöglichen. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Ne? Also, die Firma ist doch immer die gleiche. Harry Nasenbär, so. Ja, also. Danke an Buschbau Media, die mir diese Version zukommen haben lassen. Und ich will euch zumindest mal so die ersten, keine Ahnung, 45 Minuten zeigen des Spiels. Kein OMSI, nein, das ist kein OMSI, das ist der Bus-Simulator 16. Oder Bus-Simulator 2016. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie er heißt. 16 oder 2016? Nein, OMSI nicht. Kein OMSI. 14 Zuschauer und jetzt. Was passiert jetzt hier? Kann ich da jetzt bitte mal irgendwas spielen? Ich habe mal ganz kurz vorher ausprobiert meinen Track IR, aber das funktioniert nicht. Jetzt kommen sie alle gleichzeitig hier. Naro, Simo, Nasenbär 14. Möchtest du das Tutorial spielen? Nein, ich kann das schon. Ja, natürlich spielen wir das Tutorial. Bist du für eine Hackfresse? Bewege dich mit den Tasten WASD oder den Pfeiltasten. Kann ich wieder. Ich kann mit dem Lenkrad spielen. Boah, das dreht sich jetzt ganz schön schnell. So, ich soll jetzt zu diesem Hans Würsti da hin, ne? Ah, das ist cool. Man kann es wieder mit Lenkrad spielen hier, die Figur. Allerdings, Kamerawinkel. Ups, Ego-Perspektive. Nähere dich dem Guide am großen Parkplatz. Das Hey, ist ein Guide. ich bin Ben. Wir haben miteinander telefoniert. Schön, dich endlich zu treffen. Du bist ziemlich pünktlich. Ich mag das. Der klingt ein bisschen homosexuell, aber das macht ja nichts. Ich freue mich, dass du dich entschlossen hast, die Firma zu kaufen. Ich bin wirklich reif für den Ruhestand. Jetzt kann ich bald mehr Zeit mit meiner alten Dame verbringen. Du bist so lustig. Also ich steuere das tatsächlich jetzt mit Lenkrad. Da sind wir. Was für ein Prachtexemplar. Sieh ihn dir näher an, bevor ich dir die Schlüssel überreiche. Vielleicht öffnest du die Tür, damit wir einsteigen können. Naja, das ist halt ein Bus, ne? Was soll ich dazu sagen? Klicke den Knopf an, um die Türen zu öffnen. Halte rechte Maustaste gedrückt, um den Mauszeiger für das Anklicken der Steuerung freizuschalten. Okay, also umschauen, das hat mit dem Track IR hat nicht funktioniert. Habe ich vorher probiert, deswegen müssen wir hier mit der Maus jetzt umschauen. Ah, okay. So, jetzt kann ich den Button drücken hier, ne? Oder? Doch nicht. Moment. Mal ein bisschen näher rangehen. Jetzt ist mein Arm nicht so lang. Ah ja. Setz dich doch. Kümmere dich nicht um mich. Das Baby gehört jetzt ganz dir. Also ich gebe Gas, wenn ich vorwärts laufen möchte. Das funktioniert. Und jetzt soll ich mich da hinsetzen, ne? Lassen wir es mal schnurren. Okay. Bums, 51 Zuschauer. okay. Dreh den Schlüssel dreimal nach rechts, um zu starten. Habe ich mir aufs Lenkrad gelegt. Schön. Mensch, das Geräusch wird mir ziemlich fehlen. Bevor wir losfahren, schalte dein Licht ein. Sehen und gesehen werden. Schalte die Bus-Innenbeleuchtung ein. Das kann man alles gar nicht auf die Lenkräder drauflegen, glaube ich. Ich habe. Ah ja, okay, also Kassenbeleuchtung. Führerstand. Führerstand. Beleuchtung. Passagierabteilbeleuchtung. Schließe alle Türen mit den Türschaltern oder mit 1-2. Die habe ich mir irgendwo draufgelegt. Wo habe ich das nochmal draufgelegt? Ich glaube hier. Deaktiviere die Parkbremse. Welches war das jetzt wieder? Wartet mal. Das ist die da hinten. Das war falsch. Das war auch falsch. Moment. Mit dem Mausrad kannst du in die dritte Personenansicht wechseln. Ja, wer will das schon? Wir fahren jetzt hier mit Lenkrad.
Haltestellenbremse. Moment. Nicht. Fährt. Hupt. So. Das ist jetzt wirklich ein bisschen doof, dass mein Track IR nicht funktioniert, weil das wäre ganz schön gewesen, sich nach links und rechts umzugucken. Vielleicht muss man da irgendwie noch was installieren. Ich habe keine Ahnung, aber wo soll ich denn jetzt hin? Was habe ich eigentlich auf dem Lenkrad hier? Ist das so SpongeBob oder was? Irgendein hässliches Pokémon. Und auf die Straße gleich. Moment. Wo soll ich denn jetzt hin? Dieser blöde Klugscheißer, der meldet sich jetzt nicht mehr, oder was? Oh, man kann gar nicht weiter richtig nach links gucken. Weiter geht nicht. Also ich fahre jetzt mal raus einfach. Wenn du denkst, dass du für eine echte Fahrt bereit bist, begib dich zum Ausgang. Zum Ausgang? Was ist das für ein Ausgang? Ach. Zeit, unsere ersten Passagiere aufzusammeln. Ich habe eine Route für dich vorbereitet. Du kannst dich von dem GPS leiten lassen. So, end the map. Okay. Ich hier, ich dorthin muss. Das ist der ganze Kurs anscheinend. Bis in die Meisenstraße. Ganz toll, ne? Was ist das hier alles? Fahrerstatistik. Einnahmen, Streckeneditor. Fahrerinnen einstellen und feuern. Okay, man kann anscheinend die ganze Firma gründen. Busse kaufen, okay. Firmenstatistik, alles klar. Also, oh, Mehrspielermodus hat das auch, das wusste ich auch nicht. Mal guck an. So. Ich mache jetzt mal, was der blöde Ben sagt, ne? Ich habe ein Navi auf dem Armaturenbrett, das habe ich schon gesehen, aber das ist viel zu klein. Ich dachte, da könnten wir irgendwie was größer anschauen. Ich sehe das schon, aber das ist doch, schaut euch mal das Winz-Ding an, ey. Ich bin ein alter Mann. Was erwartet ihr von mir? Das Beste ist die Hupe. Okay, hier ist rot. Oh, ich rolle rückwärts. Ach so. Wenn ich die Bremse drücke, fahre ich rückwärts. Warum fahre ich nicht mehr vorwärts? So, jetzt ist grün, jetzt können wir vorwärts fahren. Alles klar. Gut, wir nähern uns der ersten Haltestelle. Versuche möglichst nah am Gehsteig und genau in der Mitte der Haltestelle zu parken. Passagiere mögen es besonders. Und vergiss nicht, den rechten Blinker zu setzen. Ich sage euch gleich mal was. Es fühlt sich null an, als ob ich einen Bus fahre. Wenn ich das jetzt mit dem American Truck Simulator vergleiche zum Beispiel, oder gar mit dem OMSI, das fühlt sich nicht an. Das fühlt sich an wie ein Go-Kart hier, ganz ehrlich. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Ich dachte, das wäre hier. Großartig. Betätige jetzt die Haltestellenbremse. Senke den Bus ab und öffne die Tür. Der rollt dauernd. Der rollt der dauernd. Welches waren jetzt die Haltebremse? Warte mal. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Und jetzt? Türen öffnen wahrscheinlich, ne? Hauptbahnhof. Schlechte Halteposition, du Arschloch! Willkommen. Bitte nehmen Sie Platz. Nun zum Weiterfahren. Es ist der gleiche Prozess, in umgekehrter Reihenfolge. Schließe die Türen, deaktiviere das Absenken, löse die Haltestellenbremse und setze den linken Blinker, bevor du losfährst. Ich werde dir einen Tipp geben. Pendler lieben Fahrer, die immer pünktlich sind. Und Fahrer lieben zufriedene Pendler. Ach. Versuche, jede Haltestelle pünktlich zu erreichen. Was für ein glorreicher Tipp! Hätte ich ja nie gedacht, hör auf zu blinken.
Hätte ich ja nie gedacht, dass die Leute erwarten, dass ich pünktlich bin. Nächster Halt. Fernsehturm. Geschwindigkeitsregler aktivieren. T. Fährt er jetzt von alleine? Ist das ein Tempomat? Nö. Funktioniert nicht, keine Ahnung. Ich fahre einfach mal geradeaus weiter, wird schon richtig sein. Also es fühlt sich an wie Go-Kart, ganz ehrlich, ganz komisch. Es ist auch zu wenig Lenkwiderstand und so. Warte mal, wenn ich da drüber fahre. Hey. Force Feedback ist vielleicht gar nicht aktiviert. Tut sich gerade gar nichts. Muss ich noch mal in die Einstellungen gucken. Vielleicht ist das einfach nicht aktiviert oder so. Erreiche die nächste Haltestelle. Ach so, da, oh, das geht auf Zeit. Da laufen die Sekunden runter. Okay, müssen wir Gas geben. Ach, sind wir schon da. Der Blinker geht auch nicht von selber aus. Das ist auch nicht komisch. Also versuchen wir mal hier besser zu halten. Wahrscheinlich muss ich einfach direkt bis nach ganz vorne. Werden wir gleich wissen. Der Blinker geht nicht aus. Aha. Aha. Ups, Moment. Aha, perfekte Halteposition. Ich hab's drauf. Mein Mauslook geht immer wieder zurück automatisch. Das ist auch scheiße. Fahrkarte, Fahrkarte, Fahrkarte. Ja, ja, okay. Jetzt, Moment, mal eine Sekunde. Mal nichts überstürzen jetzt hier. Ich muss jetzt mal was gucken. Ich gucke jetzt erstmal, wie viele Zuschauer überhaupt. 132. Oh, wo kommen die alle her? Habt ihr nichts zu tun heute Nachmittag? Moment mal. Controller, Logitech. Kann ich da irgendwas? Force Feedback. Generelle Stärke. Ja, genau. Kollisionsschwelle. Ich glaube, ich muss das alles ein bisschen stärker einstellen, weil ich habe gerade gar nichts gespürt. Wir machen mal so. Und so. Einfach mal ausprobieren. Okay, dann schauen wir mal weiter, ne? Türen schließen. Da fliegt das vorbei. Aufpumpen. Lenken. Ah, Haltebremse. Hey, du machst einen sehr netten Eindruck. Was? In diesem Geschäft müsste es mehr Leute wie dich und mich geben. Netter. Ich mach einen netten Eindruck? Und ich sage dir, es kann sich wirklich auszahlen. Was bist du denn für ein Arschloch? Einmal war ich mit dem Bus auf einer Tour durch die Stadt unterwegs. Es war eine Frühschicht und ich hatte ein paar Kinder dabei, die zur Schule wollten. Geht drüber, Mann, aber beeil dich mal ein bisschen, ihr blöden auf Penner! Einmal wurde ich ohnmächtig. Ich wusste nicht, was los war, aber ich hatte ziemliches Glück, dass ich an dem Tag diese Kinder dabei hatte. Okay, jetzt ist der Lenkrad-Einschlag ein bisschen sehr streng. Einer von ihnen hat einfach das Lenkrad übernommen, die Zündung ausgeschaltet und den Bus gesteuert, bis er ausgerollt war. Leute, so geht das nicht. Ein anderes Kind hat bemerkt... Sag mal, kannst du einfach mal die Fresse halten? Ey, ich muss hier versuchen, Bus zu fahren, du Depp. Also folgendes, mein Problem gerade eben, jetzt, wenn ich so weitermache, dann sehe ich in einer Woche aus wie Arnold Schwarzenegger. Deswegen, also die generelle Stärke muss ich jetzt mal ein bisschen runtersenken hier wieder. Ne? Das ist ja, geht ja gar nicht gerade. Das ist jetzt nur der Lenkwiderstand. Was ist, wenn ich jetzt irgendwie drüber fahre? Wenn diese Kinder nicht gewesen wären, wäre ich jetzt nicht hier. Ich würde nicht in Rente gehen können. Ihr Vater muss sehr stolz auf sie gewesen sein. Das ist das Leben. Man weiß nie, was kommt. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was der mir da erzählt. Ich kann auch gerade nicht zuhören. Nächster Halt. Kongress. Okay. Ich hab die Größen. Jetzt steht das scheiß Fahrrad, ey. Fußgänger. Wirklich? Was? Wie denn, wo denn? Falsche Richtung, wieso?
Das ist eine Einbahnstraße. Aber ich muss doch da langfahren. Wartet mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist doch völlig richtig! Denke ich. Ach, ich habe keine Ahnung. Das ist doch keine Einbahnstraße hier, oder? Hinter mir sind doch auch Autos, oder nicht? Wartet mal. Na, was soll denn das für ein Quatsch sein hier? Die betrügen und lügen. Ich bin schon richtig. Alles gut. Was ist denn das da für ein Zeichen da? Warte mal, das ist ja... Das möchte ich nicht mehr machen. Ah, nix. Oh, jetzt habe ich wenig Zeit. Das Lenkrad ist immer noch sehr streng, aber... Ganz schnell hier rein, dann sind wir pünktlich. Was denn? Passt doch alles, oder? Irgendwas stimmt hier immer noch nicht mit der Steuerung. Jetzt ist das, jetzt, ich verstehe das nicht so genau. Wenn ich das jetzt hier weniger mache, okay. Aber das hier, jetzt warte mal, das könnte ich auf 900 machen, glaube ich. Ach, das ist ja schon auf 900. Aber ich spüre nichts, wenn ich über einen Bürgersteig drüber fahre oder so. Das ist einfach nichts vorhanden. Weiß nicht, ob ich das dazu vielleicht einstellen könnte. Warte mal, wenn es jemand weiß, bitte jetzt in den Live-Chat reinschreiben. Ich will es wieder auf 900 haben und ich kriege es nicht genau hin. Oh, Scheiß. Na, 901 passt auch. Kollisionsschwelle, Kollisionskräfte. Also, keine Ahnung, was ich da machen muss. Wurscht. Haben wir's? Oh, oh. Anscheinend klemmt die Tür. Es passiert manchmal. Keine Sorge, bei so einem alten Bus ist es normal. Du musst aufstehen und zur Tür gehen. Versuche, sie zu lösen. Okay, Parkbremse. Ich warne jetzt wieder die Parkbremse. Hier. Okay, benutze den Notfallhebel über der Tür. Ach, das Ding hier, ja. Ich hab schon gedacht, du musst den Notfallhammer nehmen. Wieder ans Lenkrad und lass uns durchstarten. Vergiss nicht, du solltest nie mit offenen Türen fahren. Das ist sehr gefährlich. Du blöde Laberbacke! Ach so. Was mich total aufregt, ist, dass der Blinker sich nicht ausschaltet und das Problem ist folgendes. Ja, ist gut, Mann, geh mir auf den Sack hier. Ich muss dir was erklären, meinen Zuschauern. Wenn ich jetzt nochmal nach rechts drücke, dann geht der nicht aus, sondern ich muss einmal nach links klicken. Das ist auch komisch irgendwie, da stimmt auch irgendwas nicht. So, der lässt mich raus, ne? Was ist jetzt los? Alter, ne? Jetzt? Ah, jetzt fährt er wieder. Keine Ahnung. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. So, wir fahren weiter. Nächster Halt. Freiheitsstraße West. Da steht Freiheitsstraße. Mann, Leute, man schreibt Straße mit dem scharfen S. Wir sind nämlich in der Schweiz. Ich fass es nicht. Was? Was hat jetzt gebimmelt? Oh, ich bin total überfordert gerade wieder, ey. Ist ja schlimmer als bei Umsi. Uah. Ja, aber warum schlägt denn das Lenkrad nicht irgendwie ein, wenn ich da drüber hoppel? Was? Hat jemand an der Tür geklingelt? Also ich verstehe es nicht. Egal. Vielleicht war das auch der alte Schmuckwiener. 166 Zuschauer. Hat es jemand gesehen, was ich machen muss, damit irgendwie dieses Lenkrad Force Feedback irgendwie mehr auslöst? Ich weiß nicht. Also die Grafik ist ja nicht super, ne? Aber sie ist natürlich besser als beim Umsi. Aber das ist ja keine Kunst, weil Umsi ist ja sowas von hässlich, dass einem sofort die Augen rausfallen, wenn man das erste Mal sieht. So, jetzt wartet mal eine Sekunde. Ich muss mal kurz in den Chat gucken hier. Weil...
Okay. Alles klar. Wagger ist jetzt da, mein Moderator. Falls irgendjemand. Erhöhe mal die Option Kollisionsstärke. Das Lenkrad ist auch der letzte Dreck. Da spricht einer mit viel Ahnung. Okay, Steuerung. Was meinte er? Optionskollisionsstärke. Kollisionsstärke gibt's nicht. Es gibt Kollisionskräfte und Kollisionsschwäche. Schwelle, nicht Schwäche. Oh, warte mal, da geht's noch weiter runter. Nee. Generelle Stärke, ich meine, das habe ich schon rausgefunden. Ne? Da, wenn ich das da bis da oben hin mache, dann muss ich echt richtig. Oh, buh. Aber Kollisionsschwelle? Eigentlich müsste ich es ja niedriger machen, die Schwelle, ne? Oder? Wir machen das jetzt mal ganz brutal. Ich mache das mal ganz nach oben und hier mache ich auch nach oben. Und dann schauen wir mal, was passiert. Und dann machen wir es ganz nach unten. Wir werden es einfach ausprobieren. Oder? Schau, was jetzt passiert. Oh, nicht rückwärts fahren. Fahr! Es ist vielleicht grün! Pass. So, jetzt fahre ich nochmal über das Ding da drüber. Vielleicht nicht auf die Litfaßsäule, aber. Passiert gar nichts. So, also. Versuch 1, nix. Wenn ich jetzt die Schwelle komplett niedrig ersetze, müsste er ja eigentlich früher auslösen, oder? Ich mache das jetzt mal aus hier. So, gar keine Schwelle. Ja, das ist doch auch Schwachsinn. Ich verstehe das Prinzip nicht. Na? Also da passiert nichts. Das Einzige, wo ich Einfluss drauf habe, ist die Stärke der Widerstand. Das kann ich irgendwie beeinflussen. Also ich schon anhalten. So, und was mich auch total kirre macht. Kleiner Tipp. Senke den Bus immer ab, bevor du die Tür öffnest. Die Passagiere werden es dir danken. Bla bla bla. Freiheitsstraße Westen. Oh, kommt noch jemand rein? Nö, ne? Nee. Nein. Keinesfalls. Erstmal wieder rausfinden. Ich muss auch nicht kassieren oder sowas, aber das ist vielleicht nur, weil es ein Anfänger ist. Der will nicht da drüber, ne? Quatsch. Passagiere zurückgelassen. Okay, ja. Baccarat! Was für eine wunderbare Stadt. Was labert der denn? Habe ich jetzt eine. Scheiß Blinker, ey. Habe ich jetzt irgendwie eine Haltestelle überfahren? Also ausgelassen oder was? Egal. So, ich schaue nochmal rein. Schwelle runter und Kräfte hoch. Schwelle runter und Kräfte hoch. Schwelle runter, Kräfte hoch. Machen wir es mal so. Ich muss hier nach links. Guck dir Saftnasen mal ein bisschen aus dem Quark hier. Was mich auch total irritiert, ist, dass die Fahrgäste sich gar nicht beschweren. Ich hau mal eine Vollbremsung rein. Kratzt sie nicht, ne? Die fliegen auch nicht nach vorne irgendwie. Erst runterlassen, dann Türen auf. Läuft. Woran sehe ich denn, ob noch jemand einsteigen will? Weil ich kann mich ja nicht mal richtig nach hinten umschauen, ne? Das ist alles. Ich habe. Guten Morgen. Eine Fahrkarte. Einen Moment, bitte. Okay, ich muss Sieh jetzt. Nur, jemand braucht eine Fahrkarte.
Du musst den Fahrkartendrucker und die Registrierkasse bedienen. Ich brauche eine Fahrkarte. Wähle zuerst die gewünschte Fahrkarte aus. Drücke dann einfach auf Druck. Fertig. Normal? Achte auf das passende Wechselgeld. Geld erhalten 5. Wie kann ich jetzt Geld ausgeben? 3,80. Super. Du bist ein Naturtalent. Ich habe mich verrechnet. Fahren wir zur nächsten Haltestelle. Egal. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich möchte wieder weiterfahren. Wie geht das jetzt? Ich kann nur nicht so warten, Max. Hochpumpen geht auch nicht. Ich kann gerade gar nichts machen. Was muss ich denn drücken, damit ich jetzt hier wieder weiterfahren darf? Verdammt! Achso, da, warte, da stand was. Passieren wir hin. Left Control. Ein bisschen kompliziert ist das schon, ne? So, also das mit dem Blinker geht mir total auf den Zeiger. Weißt du, für mich ist das Beste an diesem Job, einfach die Straße entlang zu fahren und all diese interessanten Leute kennenzulernen. Es ist fantastisch. Ist das so, ja? Ich interessiere das nicht. Aber ich möchte dir etwas erzählen. Dieser Job stellt deine Geduld auf die Probe. Es gibt Leute und dann gibt es noch Leute. Aber du lässt dich nicht beirren. Erledigst einfach deinen Job und zwar immer mit einem Lächeln. Das ist in diesem Beruf dein bestes Hilfsmittel. Glaub mir. Jetzt habe ich geguckt, wo diese scheiß Ampel ist, habe sie nicht gesehen, aber war schon die ganze Zeit cool. Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. So sieht's mal aus. Das Navigationssystem ist insofern auch blöd, dass man jetzt, wenn man runterfährt, südlich quasi, muss man ja immer umdenken, ob man links oder rechts ist. Das ist, finde ich, ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Aber vielleicht kann man das irgendwo noch anders einstellen. Ach ja, und von wegen, dass hier jetzt irgendwas rumpelt. Gar nichts rumpelt. Auch jetzt nicht. Mit Force Feedback, da stimmt irgendwas nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu dämlich, es richtig einzustellen. Das kann durchaus sein. Jetzt halten wir erstmal hier an. Endstation, alle raus, sonst gibt's was aufs Maul, Freunde. Sag mal, steht der hier mein Dings da oder was? Hallo? Keine Ahnung, was das soll. Dies ist die Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. Wir wünschen einen schönen Tag und bedanken uns für die Mitfahrt. Blinkerbonus, schön, man kriegt einen Bonus für Blinker. Schlechte Halteposition und sehr spät. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ey. Ich konnte ja gar nicht weiterfahren, aber dieser blöde Penner da war. So, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Wahrscheinlich wieder. Erstmal wieder zumachen, alles. Muss ich jetzt. Bus heimbringen ins Bettchen oder was? Keine Ahnung. Ich sehe, das ist doch bekackt mit dieser Ampel. Ich komme noch ein Stück zurück. Ja, das Dumme ist nur, dass der nicht rückhält. Ich muss jetzt jedes Mal die Bremse drücken oder was? Muss ich mich da jedes Mal festbremsen? 207 Zuschauer! Ich habe mir gedacht, dass ihr das mal sehen wollt. Habe ich mir so gedacht, deswegen habe ich gedacht, mache ich das. Habe ich mir gedacht, dann tue ich mir das mal an für euch. Ausnahmsweise. Ich weiß jetzt nicht, oh, Porsche oder was war das jetzt hier? Lass uns zum Busbahnhof fahren und die Tour beenden. Ja, Gott sei Dank.
Es gibt da auch eine Schaltfläche Mods, also das ist anscheinend auch für Mods ausgelegt, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich das jetzt plötzlich durchsetzt gegen Omsi, weil der natürlich einen riesen Vorsprung hat mit den ganzen kostenlosen Maps und Bussen, die es da gibt. Und es hat sich kein Fahrgast beschwert, da stimmt was nicht. Ich kenne das anders. Rechts abbiegen. Was hat denn jetzt wieder für ein Problem mit der Facecam eigentlich? Ich habe jetzt schon wieder irgendwas gelesen. Upsa. Weil die über den Hansi da drüber ist, oder was? Da sind wir. Parke einfach da drüben. Da drüben. Wo ist drüben? Ah, da. Bei dem GTA-Gedächtnisleuchten. Ups. Das hat ganz schön gerumpelt jetzt, ne? Aber ich habe am Lenkrad nichts gespürt, ne? Parkbremse. Ich muss doch erstmal da rein, du Depp. Jetzt muss ich erstmal hierher kommen. Alles ausschalten, na toll. Also das geht jetzt wieder nur mit der Maus. Gut gemacht. So, hier drüben ist das Büro. Das ist jetzt dein Büro. Soll ich aussteigen oder was soll das jetzt heißen auf gut Deutsch? So, ach du liebes bisschen. Also wir haben jetzt das Tutorial gespielt. Hier ist Ben. Ich rufe an, weil ich dachte, meine Erfahrung könnte für dich und deine neue Firma äußerst hilfreich sein. Also legen wir los. Im Moment braucht die Stadt dringend mehr öffentliche Transportmittel. So viele Leute und so wenige Busse. Der Bürgermeister unterstützt neue Firmen, die mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten wollen. Erfülle ganz einfach die Anforderungen auf dieser Liste und sie werden dir einen neuen Bus für die Firma bereitstellen. Ist das nicht großartig? Jetzt weißt du jedenfalls, was du zu tun hast. Ich rufe wieder an, wenn ich mehr Ratschläge für dich habe. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Oh, richtig, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir ein paar Informationen geschickt, wie du deine Busse individuell anpassen kannst. Bis später. So, ich habe jetzt im Live-Chat gelesen, wenn ich nach links lenke, dann fährt der Bus nach rechts. Das ist ja auch logisch, weil ich von vorne aufgenommen werde. Und es gab schon zwei, drei Leute, die das irgendwie gesagt haben, ich soll das spiegelverkehrt machen. Ich verstehe nicht, warum, was das bringen soll. Das ist doch völliger Bullshit. Realistisch wäre es nur dann, wenn ich quasi die Kamera hinter mir aufbauen würde, so dass ihr nur meinen nackten Hinterkopf seht und dann die Lenkbewegungen stimmen. So andersrum ist das doch völlig, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, was das bringen soll. Okay, ja, aktuelles Ziel. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst, was der von mir will, aber ist wurscht. Also die braucht einen guten, also die Stadt braucht dringend einen guten öffentlichen Verkehrsservice. Zeige, dass du in der Lage bist, eine Busfirma zu managen und du hältst einen kostenlosen Bus. Na, so einfach ist das, ne? Fahre auf der bestehenden Strecke, lackiere deinen Bus um, erweitere die bestehende Strecke, indem du mehr Haltestellen hinzufügst und fahre sie anschließend. Passe deinen Bus mit Aufklebern individuell an. Aufkleber-Tutorial. Was? Was ist denn das jetzt hier überhaupt? Warum blinkt denn das so? Diese Strecke war nur... Ach so, ja, okay. Fahre diese Strecke... Ja, fahren wir das doch einfach mal. Busauswahl... SAS A38G. Schneller Start. Umgekehrte Strecke, was weißt du nicht? Da kann ich jetzt wahrscheinlich was anhaken. Machen wir aber nicht. Gut, fahren. Ich fahre jetzt einfach mal. Wird schon irgendwie werden. Huch. Ah, natürlich. Erstmal Kaffee trinken. Genau. Das ist schon das Wichtigste. Kaffee trinken ist sehr wichtig. Jetzt mal den Notruf drücken. Geht nicht. Was kann ich hier noch machen? Was ist das? Gar nichts. Also ich werde jetzt wahrscheinlich einfach raus müssen und das ist lustig, das mit dem Lenkrad und mit dem Gaspedal zu spielen. Ich werde jetzt einfach losfahren müssen, vermute ich mal, ne?
Hank, oh, warte mal, das ist ein Tor, das muss man auch noch aufmachen. Also so von der Einsteigerfreundlichkeit ist das natürlich deutlich besser als der OMSI. Die Grafik ist besser als beim OMSI, aber das alles ist nur Makulatur. Warte, ich mach nochmal alle Tore drauf. Das ist alles Makulatur, wenn sich der Bus nicht wie ein Bus anfühlt. Ach so, geht nicht, ne? Okay, alles klar, dann steigen wir nochmal hier ein. Bönk. Jetzt muss ich hier wieder einen Knopf drücken, ne? Oh, ich kenne mich ja so aus, ich bin ja so gut. So. Yeah. Ah, meine Maus spinnt. Komm her, Maus. Komm her, du kleines Stück Scheiße. Ah. So, jetzt. Okay. Was? Licht. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Achso, vielleicht hätte ich erstmal anlassen müssen. Geht aber nicht. Hä? Doch. Braucht der ein bisschen länger oder was ist jetzt los? Der Motor ist nicht an. Ah, jetzt! Warum? Komisch. Fährt. Alles klar, ich hab's im Griff. Leute, ich hab's ja sowas von im Griff. Puh, ist das eng. So, ich muss jetzt nach links, was nicht stimmt, ich muss nach rechts. Ja? Weg da, du Schlampe! Okay, oh, die Tür sind offen. Muss man ja manchmal auflassen. Das steht ja in der deutschen Busverordnung drin, allein um also quasi ein bisschen, wie soll ich sagen, Luft, Sauerstoff, ne? Ist ganz wichtig. Okay, geht hier einfach los, alles klar. Die ganzen Spackos, die jetzt da vielleicht mitfahren wollen. So, also. Bremse, Luftpumpe, Tür. Stiftgasse. Schlechter hat die Position. Also man muss ganz bis nach vorne fahren. Guten Tag, mein Herr. Was? Aktiviere die Actionkamera mit Left Shift? Was denn für eine... Ach, Mann. Eine normale... Einzelfahrt. Euro. Geld erhalten 5. Jetzt muss ich... muss ich das nehmen? Moment. Ich dachte, ich kann das nehmen. Ja, warte doch mal, dumme Kuh. Hallo. Okay, geht nicht. Warum geht das nicht? Ich muss Wechselgeld rausgeben, oder was? Danke. Einen schönen Tag. Bitte! Entschuldigung. Entschuldigung, mein Herr. Ich brauche eine Fahrkarte zum Mond. Du kannst einen Arschtritt zum Mond haben. Was ist denn das jetzt für besoffener Typ? Kann ich mal jemand abholen? Was? Ah, da kommt schon das Fahrzeug von der Nervenklinik und holt ihn ab, oder was? Ja, die Karten-App auf meinem Telefon. Ach nee. Den Bus haben. Zwei normal. Da muss jetzt wieder was rausgeben, ne? Ach, Kacke. Hör auf, mir dauernd an meinem Pimmel rumzulutschen. Das ist ja furchtbar. Ach, Woche. Scheiße. Woche. Jetzt? Hab ich Geld? Verstehst nicht. Zwei normal habe ich mir jetzt gegeben. 366 Euro? Zack. Stimmt doch was nicht. Also, normal. Woche. Hör auf, Mann! Ach doch, 66. Und jetzt, was muss ich rausgeben? Ach, ich muss drucken. Oh! Danke, mein Lieber. Meine Güte, ey. Der hat mich so total verwirrt hier, der Depp da mit seinen komischen Bewegungen, seinen komischen Blasebewegungen da. Das war echt. Moment. Aufpumpen. Tür wieder zumachen. Der Blinker. Meine Güte, ey. Was? So, erreicht den nächsten Bus. Oh Gott. Ich muss Gas geben. Es sind nur 15 Sekunden. Ich bin schon jetzt zu spät, glaube ich. Nächster Halt. St. Pauluskirche. Du Arsch, warum stehst du jetzt hier?
Ja, ist gut. So, wo war ich jetzt? Wo muss ich hin? Ich muss da unten, da ist nach links. Das heißt, ich muss auch nach links fahren. Ich würde mir das ganz gerne anders anschauen. 254 Zuschauer. Hallo, wie lange habe ich noch Zeit? Ich muss nämlich gleich weg, leider. Ich habe ein Online-Video gesehen, in dem erklärt wird, wie sich die Farbe der Augen abhängig von der Ernährung ändern kann. Was? Das ist unmöglich. Die Pigmente der Augen ändern sich nicht einfach, wenn du etwas anderes isst. Natürlich tun sie das. Je besser du dich ernährst, umso heller werden sie. Oh mein Gott, wieso sind wir eigentlich miteinander befreundet? Sag mal, die Ampelschaltung ist doch total falsch. Jetzt korrigiert mich mal, aber wenn es grün wird, leuchtet doch dann erstmal nicht nur die Orange, oder? Da leuchtet doch Rot und Orange gleichzeitig, oder? Oder habe ich da jetzt was... Habe ich da was verwechselt? So, jetzt fahre ich bis wieder vor. Zack! Hau hier die Bremse rein, volle Knörre. Hufpumpe. Bremse. Furchtbar. Paulus wird. Fahr doch vorbei! Das gibt bestimmt Punktabzug, wenn ich hier. Naja, egal. Was ist denn mit dir, du hässliche Schachtel? Ich glaube, ich brauche mehr Sicht. Ich kann der nicht überholen, der Blödmann? Der möchte zwei normal Einzelfahrt. Also. 5,60 Cent. Danke, mein Junge. Läuft. Ich weiß nicht, was der Depp da hinter mir für ein Problem hat. Wartet mal. Und das kommt davon, ja, wenn man Frauen bei der Polizei arbeiten lässt. Ne? Die gönnen da nämlich nicht überholen. Ist doch wahr, ey. Moment. Wo muss ich zurück? Ah, ich muss wieder rein. Hier, so. So, jetzt muss ich hier wieder das Ding da hochpumpen. Tür entschließen. Bremse raus. Ich bin oft spät ins Bett und habe viel gearbeitet. Weiter. In Ordnung, wir unterhalten uns später. Sag mal, dann überhol doch mal! Nächster Halt, Goethestraße West. Ah, jetzt schaffen wir es doch, oder wie? Was ist denn das für ein totaler Gehirnsponk? Unglaublich. Unglaublich. Oh, ich muss abbiegen. Ich muss abbiegen nach rechts. Also ich kann ruppig fahren, wie ich will. Die beschweren sich nicht. Das ist schon mal schön. Upsa. Autounfall, wo denn? Hey, nee, war nix. Da war nix. Klar, das klingt gut. Wann? Das interessiert dich nicht mal, welchen Unfall bauen. Das ist geil. Oh, ich kann gerade nicht. Ich hab zu tun. So, Vorfahrt 8 haben wir hier. Das Blöde ist, man kann ja nicht so richtig weit gucken, aber das reicht, das reicht, das reicht. Kannst du auch blinken, du Arschgesicht? Geht das vielleicht? Wenn ich da so über den Bordstein drüber semmle, passiert auch nichts, ne? Seltsam. Was passiert eigentlich? Kann ich die auch tot fahren? Die muss ich auch noch ausprobieren, ist klar. Bushaltestelle, oh, ich bin schon wieder eine Minute, über eine Minute zu spät. Kann eigentlich gar nicht sein, ey. Ich fahr so gut. Goethestraße West. Rot und Gelb gleichzeitig, ne? Hab ich doch recht. Ich glaube, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Na, du siehst wenigstens einigermaßen gut aus. Und Marmelade fürs Frühstück. Redhead. Okay, zweimal normal. Woche. Top. Top. Vier. Muss ich das jedes Mal im Kopf rechnen? Echt? Danke, mein Lieber. Bitte, meine Liebe. Du kannst dich auch erkenntlich zeigen, wenn du Lust hast. Okay, jetzt mache ich das hier wieder weg. Ich rufe das wieder auf. Mach die Tür zu. Schalte den Blinker aus, indem ich nach links blinke, wenn er rechts blinkt. Fahr weiter. So, wie weit ist denn das noch? Weil ich muss jetzt dann mit meinem Sohnemann... Ich muss dann mit meinem Sohnemann gleich zum Eishockeytraining. Ich hab nicht so viel Zeit. Nächster Halt. Blaue Straße. Dies ist der letzte Halt.
Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Meine Fresse, hab nichts drauf, ha? Ich bin so gut. So, und Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es anscheinend auch keine. Interessiert jedenfalls keine Sau. Ich gebe Gas wie Sau. Moment, hier ist Haltestelle. Und Vollbremsung interessiert auch keine Sau. Zack! Jawoll! Fupp. 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 Blaue Blinkerbonus! Ein bisschen spät. Ah, das gibt aber noch einen Punkt. Aha, das gibt einen positiven Punkt hier. Ein bisschen zu spät. So, Eingabe, um die Fahrzeuge zu verhindern. Eingabe. So, das reicht. Muss nicht mehr fahren. Gratulation! Einnahmen diese Woche 12.715 Euro. Was? Einnahme dieser Fahrt 13.000. Was? Leistung 3 von 5 Sternen? Globale Topverdiener? Da gibt's eine Weltrangliste und wisst ihr, was das Beste ist? Ich bin der Erste. Und wisst ihr warum? Weil kein anderer das Spiel spielt bislang. Ich bin der Erste in der Weltrangliste. Dann machen wir einen Screenshot. Und das drucke ich mir aus und hänge mir übers Bett. Okay, Bla. Ansehen. Stufe. Level. Level 2! Boah, ich bin so gut, ey. So, was blinkt jetzt hier? Busse kaufen, anpassen und verkaufen. Ach, ich muss noch lackieren. Okay, da habe ich ja irgendwas gehört, dass ich irgendwas lackieren soll, ne? Ich kann nicht mal Fingernägel lackieren. Wie soll ich denn jetzt einen Bus lackieren? Eine Farbe Auswahl. Okay, das ist doch ganz klar. Da weiß ich auch schon, was ich da nehme, weil das sticht mir förmlich ins Auge, diese Farbe. Die ist so richtig geil. Jawoll! Alter, Bus. Nehmen wir? Moment. Annehmen. Erweitere die bestehende Strecke, indem du... Oh Gott, das muss ich aber noch selber Strecken bauen, ey. Das kann wohl nicht wahr sein, oder? Zum Bearbeiten klicken. Erweitere die bestehende Strecke, indem du mehr Haltestellen... 1, 2, 3, 4... Achso, ich klicke jetzt einfach auf diesen blauen Punkt. Dann habe ich schon gemacht. Dann kann ich speichern. Ich bin so gut, ne? Ich habe ganz einfach, ganz schnell eine Mod gemacht quasi, selber. Schneller Start. Umgekehrte Strecke. Nee, ich muss doch jetzt noch irgendwie Aufkleber-Dingseln. Kann ich auch irgendwo speichern jetzt? Was ist denn das hier? Hauptmenü. Hilfe. Mehrspieler. Firmenstatistik. Busse kaufen. Fahrer. Bla. Streckeneditor. Ich weiß nicht, wo man speichert, aber ich hoffe einfach mal, dass er selber speichert. Ja, also, wie auch immer. Ich muss, wie gesagt, mit meinem kleinen Sohn jetzt zum Eishockeytraining. Ah, speichern. Schön, dass ihr da wart. Über 200 Zuschauer. ja, ich weiß nicht, ob ich das nochmal weiterspiele. Keine Ahnung, muss erstmal in mich gehen.